Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Heute geht's für uns weiter und zwar da, wo wir damals aufgehört haben, beziehungsweise einige Kilometer später. Wir fahren wieder auf die Route 66, zumindest fahren wir auf der Interstate entlang, aber wir fahren ein paar Dörfchen ab und zwar unter anderem Ash Fork, da wollen wir gleich frühstücken gehen. Und dann fahren wir noch durch Williams, aber da fahren wir nur durch und dann schauen wir uns noch Seligman an. So, wir sind jetzt hier in einem Ranchhaus und werden uns jetzt gleich das Frühstück schmecken lassen. Ich bin halt etwas überfordert mit der Auswahl, aber ich glaube, es wird gut. Die Preise stimmen allerdings nicht mehr wegen der Inflation. Das ist mein Burrito. Wir haben uns ehrlich gesagt Seligman etwas anders vorgestellt, aber irgendwie besteht der Ort oder die alten Gebäude sind alles Souvenirläden und ja, so haben wir es uns einfach nicht vorgestellt. Deshalb geht es jetzt für uns weiter zum BLM-Land und unserem nächsten Stellplatz, circa ja, kurz vor Kingsman. Heute machen wir was ganz Besonderes, was sich vor allem Tobi gewünscht hat und zwar geht es nach Vegas. Und zwar möchte Tobi gerne Rio, Sven und mich zum Einsatz freigeben. Nein, Spaß. Also, die Reise verlängern, meinst du? Die Reise verlängern, indem er uns vertickt. Nein, davor geht es für uns noch zur Hoover Talsperre. Die werden wir uns noch anschauen und dann den Abend in Vegas verbringen. Wir mussten ja gerade zu dem Damm abbiegen oder wir sind da abgebogen und es gibt ja gleich eine Inspektion. Die alles irgendwie von außen inspizieren, innen reinschauen. Wir haben damit gar nicht gerechnet. Naja, und jetzt sind wir aber gleich da. Fahren wir geradeaus erst? Ja, klar. Nee, fahren wir erst rechts, weil.
Und wir laufen jetzt hoch zum Scenic View. Und das ist der erste Parkplatz nach dem Checkpoint. Genau, und danach kann man, glaube ich, noch runterfahren. Und dann geht es auch schon wieder zurück. Mal schauen, wie lang es ist. Ich denke mal so insgesamt, ich weiß nicht, 200 Meter, dann sollten wir da sein. Okay, es ist kürzer, weil wir die Treppe nehmen und nicht außenrum hochlaufen. Jetzt sind wir gleich da. Neben dem Highway geht man hier. Und das ist der Hoover Dam. Schon fett. Es ist hier gerade verdammt schwer ruhig zu halten. Wir müssen sagen, es ist echt beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass es so beeindruckend ist, aber es ist schon. Es ist ein riesen Damm. Und ja, für uns geht es jetzt wieder zurück zum Auto und weiter nach Vegas. Und dann wird gezockt mit den 5 Euro Einsatz, also 10 Dollar, die wir gesagt haben. Wir sind schon fast da. Man kann schon die ersten Gebäude sehen von Las Vegas. Die ersten Casinos. Ich weiß nicht, aber Rio interessiert sich gar nicht für Vegas. Wir haben jetzt noch 12 Meilen und ich glaube, der Feierabendverkehr hat schon begonnen. Es ist jetzt 4:30. Mal schauen, wann wir ankommen letztendlich. Pünktlich zum Abend, wenn alle Lichter leuchten. Vegas! Vegas! Berufsverkehr! Juhu! Warum haben wir kein Grün? Das ist immer noch gut. Chippendales! Oder Thunder Down Under. Thunder Down Under. Ich dachte, er wird böse. Diese Topes. Wir machen uns jetzt fertig, um ins Casino zu gehen. Und nicht ins Des, das ist das Excalibur und es schaut einfach nur cool aus. Wir machen uns jetzt fertig. Ich glaube, wir können los. Wir haben uns jetzt schick gemacht, beziehungsweise eine Person von uns, weil ich habe nichts Schickes dabei. Ich habe mein Fleece-Pulli als schickstes Outfit obenrum. Wir müssen betonen, wir haben es gerade mit Duct Tape, haben wir noch die ganzen Rio-Haare weggemacht. Ja. Weil es einfach, ja, die sind noch immer hier überall. Aber ja, so ist das Leben mit einem Hund, der sich 12 Monate im Jahr hart. Und hier fliegen da ein Hubschrauber oben drüber. Also nicht wundern, wenn es da ein Geräusch gibt. Und jetzt gehen wir spielen und kommen reich zurück. So ist es. Weil der dreifarbige Hund hier Glück bringt. Und ich hoffe, die lassen uns überhaupt rein, so wie wir ausschauen. Die lassen mich rein. Der Strecke jetzt im Hellen zu machen und nachher gehen wir dann im Dunkeln zurück, wenn die ganzen Leuchttafeln zur Geltung kommen. Und ich fühle mich jetzt schon wie in so einer verkehrten Welt, nachdem wir doch in den letzten zwei Wochen relativ viel wieder in der Natur waren und hier blinkt und blitzt es überall. Finde ich super interessant, aber ich glaube,
reicht auch eine Nacht hier. Wir sind jetzt wieder beim Auto angekommen und würden noch ein Fazit zu Las Vegas für uns ziehen. Erstmal hat uns die Stadt wirklich positiv überrascht, weil es ist zwar alles bunt, Leinwände, blinkende Lichter, aber es ist wirklich beeindruckend, muss man auch dazu sagen. Was aber unser Highlight ist, ist definitiv der Brunnen vor dem Bellagio. Da haben wir insgesamt zwei Shows direkt davor gesehen und eine von einer Straßenseite, und das war wirklich unser Highlight. Vor allem zu einem bestimmten Lied von Celine Dion von Titanic. Das war das Beste, das danach war. Naja, aber trotzdem war es wirklich das Highlight für uns. Was ich ja unbedingt machen wollte, das Zocken. So schnell waren noch nie 5 Dollar weg. Das musst du aussuchen, oder? Keine Ahnung. Okay, ich spiele einfach nochmal. Oh oh. Wuhuhu. 20 Credits. Es hat nur 30 gekostet. Mama. Ja, es hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Unsere Reise ist unwesentlich kürzer geworden. Und ich glaube, ich habe noch nie so schnell in meinem Leben 5 Dollar für nichts ausgegeben. Und ich glaube, ich bleibe den Automaten einfach fern, weil es hat keinen Sinn. Wir haben jetzt noch 10 Cent Guthaben drauf. Das wird unser Andenken sein auf unserem Gutschein. Und ja, morgen geht es dann weiter Richtung Osten. Wir standen vor der Entscheidung, ob es Richtung Death Valley geht oder wieder Utah. Und wir haben uns für Utah entschieden, weil einfach da unser nächster Weg lang führt und wir den Umweg nicht machen wollten. Und deshalb geht es morgen Richtung Valley of Fire. Das ist unser erster Stopp auf dem Weg dorthin. Und jetzt geht es für uns erstmal ins Bett, ins Auto zu Rio. Gute Nacht.
Nach Vegas ging es jetzt für uns Rio. Komm mal her. Gib mir mal kurz den Ball aus. So. Nach Vegas ging es jetzt für uns zum Valley of Fire State Park. Hier haben wir jetzt davor geschlafen. Und heute geht's in den State Park rein. Da gibt es den Pink oder Pastel Canyon. Der soll ziemlich cool ausschauen. Und auch noch ein, zwei andere Wanderrouten, die wir heute machen. Und dann geht es wieder hierher wahrscheinlich zurück, bevor es dann Richtung Utah weitergeht. Wir sind jetzt angekommen beim Parkplatz, von wo aus die erste Wanderung losgeht, die wir jetzt machen werden, zum Pink Canyon Trail. Und schon die Herfahrt war spektakulär. Und das ist immer das Schönste, wenn man so ganz ohne Erwartungen rangeht an eine Sache. Es hat schon alles übertroffen, was ich echt gedacht habe. Und ja, jetzt gehen wir dann los. Und allein der Hintergrund bei der Sarah ist schon ziemlich geil. Schaut so aus, als ob die zwei vor Sarah fliehen. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon hellauf begeistert und ich frage mich, was jetzt uns in den restlichen zwei Monaten in der USA noch alles so erwartet, wenn mich das schon so aus den Schuhen haut, weil ich das so schön finde hier. Und ich glaube, dass viele diesen State Park hier gar nicht auf dem Schirm haben, obwohl der wirklich sehr nah an Las Vegas dran ist. Es ist nur circa eine Stunde entfernt. Aber gut, ist ja auch gut so. Und wir sind natürlich mal wieder pünktlich vorm Wochenende eingetroffen. Also heute ist Freitag. Und nachdem heute schon ein paar Autos hier drin stehen, in der Früh, also freitags früh, denke ich, ist er am Wochenende bestimmt gut besucht. Jetzt sind wir gleich im Pastel Canyon und ja, der Weg bis hierhin war schon so vielversprechend, darum freue ich mich jetzt umso mehr. Na du Vorwitz. Jetzt sind wir einmal durch. Ja, du, jetzt schon. Wieder auch hoch. Ja.
Das war jetzt der Canyon. Und gleich müssen wir den Weg wieder hoch. Aber auf der anderen Seite. Aber der Canyon ist klein, aber richtig cool. Und von hier oben hat man nämlich nochmal einen Blick richtig schön rein. Und ich habe noch nie so viele verschiedene Farben im Felsen gesehen. Oh ja. Und vor allem diese Art von Farben. Von rosa. Rosa, lila, gelb, weiß. Ja, und alles zusammen. Und rot. Wir treten jetzt den Rückweg an mit so einer spektakulären Aussicht schon wieder. Und danach geht's für uns zu so Wandmalereien. Das sollte jetzt aber nicht so viel sein. Und zu ein, zwei versteinerten Bäumen. Und dann war es das auch schon für uns im Nationalpark. Wir werden im State Park hier. Übrigens, der State Park kostet, wenn man nicht Nevada-Einwohner ist, $15. Sonst kostet er $10. Und was man hier noch machen kann, man kann hier noch duschen und Wasser auffüllen. Und das werden wir danach noch machen, bevor es wieder zurückgeht an den Platz, von dem wir heute Morgen gestartet sind. Rio liebt es hier. Rio bleibt hier. Er ist nur am Klettern. Na ja, komm. Das Problem ist, dass wir hier unten lang gehen und er dauernd die Canyon ins links und rechts hoch rennt. Rio, dann musst du jetzt oben lang gehen. Komm. Langsam. Hat er ein Problem oder du? Das ist doch eine Bergziege. Das ist kein Hund. Das ist eine Ziege. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp hier noch eingelegt. Hier ist ein Aussichtspunkt, wie man sehen kann, mit spektakulärer Aussicht. Und danach geht es für uns noch weiter zu dem Mouse Tank Trail. Der ist noch 0,75 Meilen lang hin und zurück und den werden wir uns auch noch anschauen. Unser Parkplatz. Doch, das ist unser Parkplatz. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die da hingehen. Ach du meine Güte. Zu Ihrer Rechten sehen Sie die Reisebusse. Zu Ihrer Linken die Autos. Und da parken wir auch. Ach du meine Güte. So, ich bin mal gespannt, wie das auf der Wanderung jetzt ist. Weil wenn vier Reisebusse da sind auf einer nicht allzu langen Wanderung, dann wird es wahrscheinlich relativ voll sein. Und ja, ich glaube, es war richtig, dass wir heute relativ früh hier in den Park rein sind und die Wanderung mit dem Pastel Canyon gleich zu Beginn gemacht haben. Meter oder so schon die Wandmalereien gesehen und ich denke, das ist ja auch schon ungefähr oder fast die Hälfte vom ganzen Weg. Jetzt schauen wir uns noch an, was am Ende uns erwartet und dann geht's weiter. Okay, komm. So. Jetzt sind wir auch schon fast da. In 30 Meter. Wenn man hier hinter schaut,
ein bisschen hoch geht hinter den grünen Busch, ist das Ziel. Das ist ein super schöner Blick hier. Wir sind jetzt wieder an dem Ort, an dem wir heute Morgen gestartet sind und werden hier jetzt noch den restlichen Tag verbringen, weil wir haben mittlerweile schon fast 2:30 und sind beide auch echt müde. Wir haben noch den Atl-Atl-Rock mit Wandmalereien angeschaut und noch uns einen versteinerten Baum oder zwei versteinerte Bäume angeschaut. Und hier werden wir jetzt den Tag nochmal zu Ende ausklingen lassen und es ist auch super schön hier, aber das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal. Das war's jetzt mit dem Video. Schön, dass du dabei warst und wir freuen uns über dein Like, Abo oder Kommentar. Und ja, nächste Woche geht's zu einem lang ersehnten Ziel von uns. Wenn du wissen willst, was wir dort alles erlebt haben, dann schalt nächste Woche auch wieder ein. Bis dann. Ciao.